Abend, meine Damen und Herren. Eine Woche der ärztlichen Nachrichten. Der Fürst von Turn und Taxis ist gestorben. Die Ärzte haben ihm zwei Herzen hintereinander eingepflanzt, ohne Erfolg. In Amerika hat der oberste Gerichtshof beschlossen, eine junge Frau, die seit 8 Jahren im Koma liegt, wird von den Geräten abgetrennt. Grund für uns zu diskutieren darüber mit Fachleuten, mit einem Ordinarius, mit einem Naturheilkundler, mit einem Patienten, mit einem Ärztenpräsidenten und mit Frau Bergmann-Pohl darüber, ob die Apparatemedizin was taugt und wie man mit ihr zurechtkommen kann. In wenigen Minuten hier bei Sat.1. Danke. Traumnote 6,0. Jetzt du, Opi. Das ist spitze. Bis 31.12. Opi, da kannst auch du dir alle Bausparvorteile fürs ganze Jahr 90 sichern. Dann nichts wie los zu Schwäbisch Hall. Auf diese Steine können Sie bauen. Schwäbisch Hall. Im Finanzverbund der Volksbanken Raiffeisenbanken. Sie gehört Ihnen. Wenn Sie bis heute Abend zusagen. Wie kann Ihr Mann mitentscheiden, ohne die Wohnung zu besichtigen? Aha. Polaroid. Wir können viel für... Willkommen, meine Damen und Herren, zu Nachrichten aus Politik und Sport. Die gute Nachricht, Sie sind bei Sat.1, die schlechte. 200 Mark sollen die Autofahrer künftig pro Jahr für die Benutzung der Autobahn zahlen. Diese Summe steht nach Informationen der Illustrierten Bunte in einem vertraulichen Koalitionspapier. Für Lkw sollen danach 2000 Mark, für Busse 1000 Mark kassiert werden. Mehreinnahmen für die Staatskasse rund 9,5 Milliarden Mark. Umweltminister Töpfer will damit den Ausbau des Schienennetzes in der ehemaligen DDR fördern. Schon morgen sollen in den Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, CSU und FDP über den Modellvorschlag entschieden werden. Morgen wird sich wahrscheinlich das politische Schicksal von Lothar de Maizière entscheiden. Joachim Gauck, der im Auftrag der Bundesregierung die Stasi-Vorwürfe überprüft, will in Bonn seine Untersuchungsergebnisse vorlegen. In Zeitungsinterviews sagte Gauck inzwischen, danach hätten es alle Beteiligten leichter, Entscheidungen zu treffen. Der Kölner Express will inzwischen erfahren haben, dass die Unterlagen, die de Maizière belasten, nicht gefälscht sind. Österreich wird auch künftig von einer großen Koalition regiert. Die Chefs von SPÖ und ÖVP, Vranitzky und Riegler, räumten heute in einem Spitzengespräch den letzten Streitpunkt aus. Dabei ging es um den Posten des Justizministers. Das neue Kabinett Vranitzky wird morgen von Bundespräsident Waldheim vereidigt. Erste Bilder aus Marokko zeigen, wie schlimm die Unruhen der vergangenen Tage wirklich waren. Während eines 24-stündigen Generalstreiks zogen etwa 20.000 Menschen randalierend durch die Straßen der Stadt Fes und protestierten gegen die schlechten Lebensbedingungen in Marokko. Geschäfte, offizielle Gebäude und Autos gingen in Flammen auf. Das Luxushotel Le Mérinit brannte völlig ab. Nach Berichten von Ärzten starben bei den Unruhen mehrere hundert Menschen. Die Regierung spricht von weit weniger Todesopfern. Gedenkfeiern in Polen. Vor genau 20 Jahren ließ unter Parteichef Gomulka die damalige polnische Regierung streikende Arbeiter niederschießen. In der Danziger Leninwerft gedachte der neue polnische Präsident Lech Wałęsa der Toten und Verletzten von damals. In einer kurzen Ansprache rief er dazu auf, ein neues Polen zu schaffen und damit das Vermächtnis der Gefallenen zu erfüllen. Nach den Unruhen der vergangenen Tage herrscht in Albanien jetzt gespannte Ruhe. Der kommunistische Staats- und Parteichef Alija hat die gewalttätigen Akte der Demonstranten scharf verurteilt. Und auch der Erzbischof von Skoda hat die Gläubigen aufgefordert, Ruhe zu bewahren. Erst am Dienstag hatten die albanischen Kommunisten als letzte Europas auch andere Parteien zugelassen. Seit Donnerstag gab es in mehreren Städten Albaniens gewalttätige Demonstrationen. Dabei wurden Gebäude beschädigt, Autos in Brand gesetzt und Geschäfte geplündert. Bundesinnenminister Schäuble hat die Bundesbürger aufgerufen, auch künftig die Aussiedler nicht zu vergessen. Trotz direkter Hilfe der Bundesregierung für die Deutschen in den ehemaligen Ostblockländern wollen immer noch viele nach Deutschland. Um diesen Menschen den Start bei uns zu erleichtern, bittet Schäuble um Unterstützung der Friedlandhilfe, die sich um die Aufnahme von Aussiedlern kümmert. Spenden werden erbeten auf das Konto der Friedlandhilfe beim Postgiroamt Hannover. Die Kontonummer ist 1515306.
Und wir kommen zum Sport, meine Damen und Herren. Der Sportbund DJK Rosenheim zeigte am Freitag beim 7:0-Erfolg gegen Hedos München im bayerischen Derby eine grandiose Leistung. Und auch gegen den Tabellenvierten, die Frankfurter Eintracht, war das Team von Dr. Janusz Starsi klarer Favorit. Gleichzeitig das Duell der Torjäger. Beim Gast Jiří Šilala aus der GSFR, 31 Treffer, und bei Rosenheim Dale Dürkic, kanadischer Tausendsasser, 30 Saisontore. Beide gingen aber heute leer aus. Die 9. Minute, ein Konter der Rosenheimer, Ron Fischer scheitert am Torwart, aber aus dem Hintergrund staubt Georg Franz ab. 4.900 Zuschauer in Rosenheim. Die Eintracht im ersten Drittel mit nur einer einzigen Chance, Roger Nicolas allein vor Karl Friesen, doch der Ex-Nationalspieler mit gewohnten Reflexen. Auf der anderen Seite der gute alte Bauerntrick, vorgeführt von Ernst Höfner. Czestmir Fuß im Frankfurter Kasten, war die Sicht versperrt. Eintracht und Bundestrainer Olenik ahnte da schon Böses, die Vorentscheidung nämlich bereits in der 18. Minute. Hilger auf Arne und dessen abgefälschten Schuss verwandelt Hilger. 3:0 nach dem ersten Drittel. Am Ende stand es 5:0 für den SBR. Und nun ein Blick auf die Ergebnisse des 27. Bundesligaspieltages. Köln gegen Landshut 6:2. Dynamo Berlin, Preußen Berlin 3:2. Schwenningen Mannheim 2:2 unentschieden. München-Freiburg 6:3, wie gesehen Rosenheim-Frankfurt 5:0 und Düsseldorf-Weißwasser 12:4. In der Tabelle bleibt vorne alles beim Alten, Köln weiterhin vor Düsseldorf und Rosenheim. In der Sonntagsbegegnung des 17. Spieltages der Fußball-Bundesliga standen sich im Neckarstadion der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt gegenüber. Erst nach dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Hans-Jürgen Weber konnte man im Stuttgarter Neckarstadion von einem Fußballspiel reden. Die Treffer fielen dann auch erst in der zweiten Hälfte. Nach Freistoß von Wigel Kögel trifft VfB-Kapitän Guido Buchwald zur 1:0-Führung für die Platzherren. Trainer Daum hochzufrieden. Und sein Team setzte noch eins drauf. Nach schöner Kombination von Algöver auf Schnalke macht der Isländer Sverison per Kopf das 2:0. Frankfurts Trainer Berger kann es nicht mit ansehen. Trotz des Anschlusstreffers in der 90. Minute durch Uwe Bein. Es blieb beim 2:1-Erfolg der Stuttgarter. Frankfurts Trainer Berger wird dieses Spiel wohl schnell vergessen. Die Frankfurter haben nach dieser Niederlage nun 4 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Bremen. Der VfB Stuttgart verbesserte sich vom 16. auf den 12. Tabellenplatz. Und nun noch ein Blick auf die Ergebnisse der 2. Fußball-Bundesliga. Meppen gegen Freiburg 4:1. Der MSV Duisburg gewinnt durch ein Tor in der 90. Minute mit 2:1 gegen den VfL Osnabrück. Und Hannover 96 besiegt Mainz 05 3:1. Bereits gestern bezwang Oldenburg Fortuna Köln 2:0 und Schalke 04 trennte sich von Blau-Weiß Berlin 1:1 unentschieden. Ebenfalls unentschieden endete die Partie Münster gegen Essen, nämlich 0:0. Ausgefallen sind die Begegnungen in Homburg, Stuttgart und Mannheim. Tabellenführer bleibt Duisburg mit nun einem Punkt vor Schalke. Wir kommen zum Tennis. Im Finale des Compaq Grand Slam Cups trafen heute in der Münchner Olympiahalle die US-Amerikaner Brad Gilbert und Pete Sampras aufeinander. Sie konnten dieses Spiel ja heute Nachmittag ausführlich bei uns live miterleben. Hier noch einmal die Höhepunkte in einer kurzen Zusammenfassung. Vor der Begegnung sprachen die Vorzeichen eindeutig für Pete Sampras. Denn Sampras hatte am Samstag das erste Halbfinale bestritten und mühelos gewonnen, währenddessen sich Brad Gilbert bis spät in die Nacht quälen musste, ehe das Finale erreicht war. Außerdem hat der 19-jährige Sampras gegenüber dem 8.